Ja, hallo aus Quickborn. Heute mal wieder ganz spontan. Heute ist Herbstanfang, also ganz, ganz liebe Herbstgrüße hier. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter gehabt wie wir hier. Also es war ein richtig schöner Spätsommertag. Ja, und ich bin natürlich hier wie immer am Basteln und habe heute auf Pinterest was gesehen, und zwar bei Love Decorations, und zwar Kürbisse oder Äpfel. Ich glaube, es waren Kürbisse. Ja, warum müssen die eigentlich immer orange sein? Und zwar waren die in Grau, ich lege das mal so hin, und Weiß. Und das fand ich so cool, weil das passt ganz toll in mein Esszimmer. Und jetzt habe ich mir auch Kürbisse in, ja, Grau und Weiß gemacht. Und da Lila auch noch ganz gut bei mir passt, habe ich natürlich auch noch Lila genommen. Und ich finde es auch super schön. Hier habe ich das einmal mit dem Stempelset gemacht. Und aber auch ohne geht das super cool, finde ich. Also das finde ich eine super schöne Idee. Also das werde ich jetzt, wie gesagt, für mein Esszimmer machen. Passt nicht mehr. Ja, einfach ja, 6, 7 dieser Äpfel oder Kürbisse ausstanzen und knicken und zusammenkleben. Ich habe es auch schon gezeigt. Ich fand halt nur die Idee in Weiß und Grau. Das finde ich total toll. Und dazu habe ich mir dann noch mit den Stanzen Herbstlaub hier Blätter auch in Weiß gemacht. Ich halte es mal hoch und habe die dann noch, ja, beglittert natürlich. Ich finde es eine obercoole Idee. Und das hat mir super, super gut gefallen. Ja, vielleicht schreibt ihr mal, wie es euch gefällt. Ja, wie gesagt, es ist Herbstanfang und ja, jetzt muss meine Deko her und ich muss mal sehen, was ich da alles so mache. Aber auf jeden Fall, diese Teile wollte ich unbedingt machen. Ja, ich wünsche euch noch eine super schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter bleibt so toll. Okay, ja, super. Vielen Dank für alle, die reingeguckt haben oder die vielleicht noch mal ganz kurz was schreiben. Wie gesagt, eine super schöne Woche wünsche ich euch. Tolles Wetter und ja, schreibt mir mal, wie ihr das so in den Farben hier findet. Das war es jetzt mal kurz und schmerzlos wieder aus Quickborn und ich sage Tschüss.